Hallihallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute Post bekommen von DIY Malnachzahlen. Ja, ich bin leider so ein Opfer gewesen. Ich habe eine Mail bekommen von wegen, ja, hier 20% Rabatt. Und ja, es sind auch zwei neue Bilder reingekommen, die ich richtig nice finde. Und dann habe ich sie gekauft und ich meine, 30 Euro pro Bild fand ich jetzt okay. Ich zeige euch jetzt erstmal, bevor ich das öffne, mein aktuelles Bild von der Firma. Das ist auch von Sarah Richter, die Lady Moths. Und ich finde, es kommt schon richtig gut rüber. Die Zahlen sind hier übelst dunkel gedruckt. Ja, also ihr seht, ich muss hier auf jeden Fall noch mal drüber gehen, einfach da, wo die Zahlen sind. Aber ansonsten finde ich das schon richtig gut. Kommt schön rüber. Macht auch sehr, sehr viel Spaß, damit zu malen. Farben trocknen auch tatsächlich recht schnell, finde ich. Aber ich lasse es immer einfach dann über Nacht liegen und dann trocknet das sowieso ganz in Ruhe einfach. Und dann rolle ich das einfach wieder ein und kann es dann weglegen. Das ist ganz praktisch. So, dann packen wir mal aus. Und bis wenn wir dann fertig sind, kann ich dann auch mein Eis essen, weil es aktuell noch sehr, sehr, sehr gefroren ist. So, das sind einmal die Farben. Und dann zeige ich euch einfach mal die Motive. Das ist einmal perfekt für Halloween, finde ich. Fand ich richtig geil. Und darauf freue ich mich auch richtig. Ich glaube, das Bild hat auch, ich weiß das jetzt gar nicht, als Diamond Painting. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Diamond Art Club oder Blümex. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber ich glaube, ich habe das schon als Diamond Painting gesehen. Genau. Also die beiden Motive sind es geworden und ich liebe es jetzt schon. Genau. Wann ich es natürlich noch mache, weiß ich nicht. Aber das weiß ich bei so vielen Projekten auf jeden Fall nicht. Das Ganze kommt wieder schön in so eine Rolle. Und dann haben wir hier einmal die Bilder. Also hier haben wir einmal wieder der Gutscheincode, der auch nicht funktionieren wird. So, hier haben wir einmal, so, es ist wieder recht dunkel gedruckt, aber die Farben sind hier ja auch sehr kräftig. Und so, die Pinsel kann man aufheben, kann man aber auch im Kindergarten geben oder so, wenn man bessere Pinsel hat. So, das ist einmal das Bild mit dem Kürbis. Ja, also ihr seht, es ist auch sehr schön deutlich gedruckt, auf jeden Fall sehr kräftig gedruckt. Sehr, sehr kräftig, aber die Farben sind ja, wie gesagt, recht dunkel. Außer bei den hellen Stellen, da muss man wahrscheinlich wieder zwei- oder dreimal rübergehen. Aber ich finde das nicht so tragisch tatsächlich. Dann wurde auch der Tipp gegeben, man kann das vorher mit Deckweiß einfach übermalen. Aber ich würde, also ich kenne mich und ich würde dann vergessen, welche Zahl das ist. Klar kann man auf den Kontrollzettel dann gucken, aber ich bin einfach so planlos manchmal und dann vergesse ich das. Hier haben wir das zweite Motiv und das ist Konfetti pur. Würde man jetzt bei Diamond Painting sagen. Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen eigenen Begriff gibt bei meiner Zahlen, aber ich nenne es jetzt auch einfach mal so wie wie bei Diamond Painting. Es ist Konfetti pur. Ich zoome euch mal an und ihr seht, es ist so krass bei der Eule. Ich finde das richtig gut, dass das so kleine Felder sind tatsächlich, weil kleine Felder geben mehr Qualität, Tiefe. Ich weiß nicht, es wird einfach deutlicher. Ja, ich habe das bei meinem Pokémon-Bild gesehen.
Die Felder waren recht groß, sehr, sehr groß. Und dadurch wurde es irgendwie alles so ein bisschen Einheitsbrei. Und ich merke das auch bei der Lady Moss. Dadurch, dass so viele kleine Felder sind, wird es einfach richtig geil. Wir haben hier einmal bei der Eule, hier ist es einmal, 24 Farben. Und hier haben wir auch 24 Farben. Ich weiß nicht, ob das immer gewollt ist mit den 24 Farben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel die andere Leinwand hat, die Lady Moss. Aber ich gehe jetzt auch von aus. Also, genau. Also man hat hier dann tatsächlich 24 Farben und, das sieht man leider, 26 Pötte. Das heißt, zwei Farben sind... Oder eine Farbe ist sehr doll, also sehr hofft. Und ich denke mal, das wird das Schwarz sein. Also hier sind sehr, sehr viele Schwarztöne auch drin. krass. Aber ich freue mich richtig. Das wären sehr, sehr schöne zwei Motive. Die werde ich aber auch so. Die werde ich aber auch Ende des Jahres malen. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall, das sind zwei schöne Herbstmotive, finde ich. Jeder, der mich kennt, weiß, ich mag eigentlich gar keine Katzen, aber bei den Motiven stört mich das überhaupt nicht. genau, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich liebe beide, richtig. Ich bin am Überlegen, ob ich bei dem Halloween nicht irgendwie noch so eine Leuchtfarbe hole, die ich dann in das Gelb oder sowas reinmische. Und dann würde der Kürbis nämlich auch leuchten. Und das würde ich hier. Genau, so, und hier, das würde sich ja richtig gut eignen, wenn das Ganze denn noch leuchtet. Und bei dem Alice-Bild, was ich habe, ich habe so viele noch, bei dem Alice-Bild, was ich noch habe, da möchte ich nämlich auch irgendwie so Leuchtfarbe holen, genau. Ich freue mich auf jeden Fall, ich liebe absolut die Motive von Sarah Richter, ich liebe es wirklich abgöttisch. Ich stehe jetzt tatsächlich nicht so viele Motive, behandelt ja das Thema Tod oder sowas, das ist jetzt nicht ganz so meins, aber ich finde sowas finde ich komplett toll, das ist genau meins, was ich liebe und das Bild wird mir auch auf jeden Fall Spaß machen. Genau, ich zeige euch das nochmal, was ich gerade hier habe, also da seht ihr nämlich, ich habe hier auch sehr, sehr viele kleine Mini-Felder. Ich muss mir auch auf jeden Fall neue Pinsel holen. die aktuellen, die ich habe, sind nämlich tatsächlich ein bisschen noch zu groß. Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, einen neuen 3-0 und eventuell sogar ein 10-0er Pinsel. Und dann kann ich die ganzen Felder auch richtig schön bemalt. Aber ich liebe das neue Hobby auf jeden Fall. Es macht mir richtig viel Spaß und ich bin auch sehr, sehr, sehr zufrieden mit dieser Qualität von DIY Malen nach Zahlen. Ich wünschte, ich könnte meine Bilder auch bei denen personalisieren lassen, aber die sind tatsächlich recht teuer und das Geld habe ich aktuell nicht. Aktuell stecke ich alles, was ich habe, okay, außer meine Diamond Art Club Bilder. Die habe ich aus Versehen gekauft, ja. Shame. Aber ansonsten, ja, ansonsten, ab sofort, außer es kommt noch ein Motiv, was ich gut finde, stecke ich das Geld ins Gehege rein. Ich habe nämlich noch richtig viel vor und genau, da will ich noch einiges reinstecken. Und dann können wir auch wieder einen Aufruf machen, dass wir neue Tiere aufnehmen. Genau, aber erstmal eins mit dem anderen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich zeige euch nochmal die wunderschöne Eule. Und ich freue mich darauf. Ja, also gegen Herbst werdet ihr dann diese schönen Wips sehen. So, jetzt habe ich es, genau. Auf meinem Instagram-Account könnt ihr gerne mich stalken, was ich gerade mache. Entweder Diamond Painting oder
mal nach Zahlen sticken oder was auch immer, was ich noch für geile Hobbys. Ich weiß nicht, wann ich alles mache. Auf jeden Fall weiß ich, es wird wieder spaßig dieses Jahr, was meine Hobbys angeht. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend und ich esse jetzt genüsslich mein Eis und lasst mir gerne ein Abo da und ein Däumchen. Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal.